Hallo Leute und herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Pferdekellerumbau. Heute ist Freitag und morgen wollen wir unten weitermachen. Und wie ihr im ersten Teil schon gesehen habt, ist absolut nichts nach Plan gelaufen. Und es ist noch schlimmer gekommen, denn es ist noch mehr schief gelaufen im Nachhinein. Ich werde euch das nachher mal zeigen. Es ist eine kleine Katastrophe, aber alles gut. Wir können jetzt eigentlich nochmal von vorne anfangen. Deshalb müssen wir jetzt nochmal in den Baumarkt fahren und neue Tapete holen, neue Farbe holen und alles. Ja, deshalb werden wir jetzt erstmal los in den Baumarkt fahren und ich zeige euch nachher mal, beziehungsweise gleich, was im Keller noch alles schiefgelaufen ist. Wir sind jetzt im Baumarkt. Wir suchen gerade zwei verschiedene Grautöne aus und die Schabrackenwand soll special werden. Deshalb wollen wir da ein bisschen Glitzer mit reinfügen und werden das auf jeden Fall mal mitnehmen. So, wir sind jetzt wieder zurück aus dem Baumarkt und wir haben alles bekommen, was wir wollten. Und jetzt kommen wir auch schon direkt zum Problem. Eigentlich war ja unser Plan, die ganzen Wände so zu lassen, wie sie sind. Und genau, die Streifen habe ich einfach schwarz übergestrichen. Von weiter weg sieht es vielleicht in Ordnung aus, aber die ganze Farbe läuft hier runter. Und wenn ich was mache, dann will ich es auch ordentlich machen. Und so will ich es auf gar keinen Fall lassen. Nur das Blöde ist, es ist Lackfarbe, das heißt, wir können auch nicht einfach drüber streichen. Also müssen wir jetzt diese und diese Wand einmal komplett neu tapezieren. Und dann streichen wir wirklich beide Räume komplett neu, damit alles zu 100% ordentlich ist. Und dann bin ich auch zufrieden, weil dann ist es wirklich alles zu 100% perfekt. Hoffe ich mal, dass es perfekt wird. Also werden wir morgen mit dem ganzen Kram hier starten. Und für heute war es das erstmal. Also bis morgen. Guten Morgen, es ist jetzt der nächste Tag. Ich habe mich schon fertig gemacht und wir gehen gleich wieder direkt runter in den Keller. Ich weiß gar nicht, womit wir heute starten. Ich glaube, mein Vater wollte erst die dunkle Wand mit dem Glitzer streichen und dann ja erstmal den einen Raum fertig machen und dann den nächsten Raum. Mal schauen. Ich hoffe wirklich, dass heute alles gut geht, dass es mit der Tapete funktioniert und mit der Farbe funktioniert. Ich bin sehr gespannt, aber jetzt gehen wir erstmal runter in den Keller und werden direkt anfangen. So, wir befinden uns jetzt auch schon wieder im Keller und ich stehe schon wieder vor unserer Lieblingswand. Mit der werden wir auch direkt starten, weil die wollen wir Anthrazit streichen mit dem Glitzer drin. Ich hoffe, das wird auch so schön, wie ich mir das vorstelle. Genau, deshalb fangen wir jetzt erstmal hiermit an und dann widmen wir uns dem Rest des Raumes, weil da müssen wir noch tapezieren und den Rest streichen, damit alles schön ist. Ja, also let's go. Sieht, haben wir die erste Schicht Anthrazit jetzt fertig gestrichen, aber erstmal ohne Glitzer und das lassen wir jetzt erstmal trocknen und machen dann die zweite Schicht mit Glitzer. Jetzt werden wir aber erstmal die andere Wand tapezieren, dass wir die dann hellgrau streichen können. Wir haben ja diesen schwarzen Streifen hier ein bisschen hässlich gemacht, beziehungsweise es läuft ja alles runter. Und das werden wir alles ganz normal übertapezieren, aber wir haben das Problem, dass wir das hier auch überstreichen müssen. Und diesen schwarzen Lack kriegen wir nicht mit hellgrau übergestrichen, deshalb werde ich da jetzt einmal rüberschleifen. Jetzt haben wir wieder grün. So, hier sieht man übrigens nochmal bei der Wand, also hier habe ich das jetzt alles abgeschliffen, aber es wird ja sowieso übergestrichen, von daher, das sieht jetzt nur blöd aus. Und ja, hier ist es halt die ganze Farbe so runtergelaufen. Es ist jetzt nicht dramatisch von weiter weg. Na, okay, man sieht's. Also so will ich das auf jeden Fall nicht lassen, deshalb werden wir diese Wand jetzt einmal übertapezieren und am Ende wird dann alles nochmal hellgrau gestrichen. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie die restlichen hellen Wände hier gestrichen werden sollen. Und zwar haben wir da diesen Ton. Der sieht jetzt ein bisschen dunkel aus, aber wenn man den da so ranhält, dachten wir, das passt ganz gut zusammen. Ja, deshalb werden alle weiteren Wände in diesem oberen Ton gestrichen. Erste Schicht anthrazite Farbe ist jetzt trocken, deshalb wollen wir jetzt die zweite Schicht mit dem Glitzer da rein tun. Und wir haben das Glitzer auch schon hier. Genau, deshalb werden wir es da jetzt mal reinrühren und die zweite Schicht streichen. So Leute, wir sind jetzt fertig mit der Wand und ich glaube, man sieht es im Hintergrund schon. Es ist so wunderschön geworden. Es glitzert einfach so doll und genau so wollte ich das haben. Es ist ein Traum. Und damit wären wir auch erstmal fertig für heute. Wir haben noch die anderen beiden Wände tapeziert, die wir tapezieren wollten. Somit können wir morgen alles weitere hellgrau streichen. Die Wand ist fertig, dann werden morgen die anderen Wände fertig gemacht. Und ja, dann sind wir schon mal ein ganzes Stück weiter und hoffentlich können wir morgen auch die Schabrackenkonstruktion dran machen.
weil die Hölzer sind alle fertig, die Wand ist fertig. Ja, mal schauen, ob wir das morgen alles schaffen. Also für euch bis gleich, für mich bis Es morgen. ist jetzt auch schon der nächste Tag und tatsächlich ein bisschen später. Ich glaube, es ist schon 11 oder so. Ich sitze auch noch an meinem Schminktisch, habe mich aber gerade fertig gemacht und gleich gehen wir direkt wieder runter in den Keller und ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, heute ist es soweit und wir werden endlich die Konstruktion für die Schabracken anbringen. Ich glaube, ich habe es schon 40 Mal gesagt, weil es ja alles komplett anders geplant war. Ja, wir müssen vorher aber noch ein bisschen streichen, aber ich denke mal, wir schaffen das trotzdem heute alles. Deshalb gehen wir jetzt direkt runter in den Keller und gucken, was wir heute alles machen So, werden. wir sind dann jetzt auch schon im Keller und diese Wand ist einfach ein Traum geworden. In echt glitzert sie einfach noch tausendmal mehr. Wir werden jetzt aber erstmal diese Wand hier in einem anderen Grauton streichen. Und ich melde mich einfach wieder, wenn wir das getan haben. Das wird jetzt nämlich nicht so spannend. Zwischendurch mal ein kurzer Zwischenstand. Ich habe hier schon Farbe in den Haaren. Diese Wand haben wir schon komplett grau gestrichen. Es ging auch übertrieben gut. Und jetzt sind wir gerade bei dieser Wand und man sieht schon, es ist eine Holzwand und das ist super nervig, die zu streichen. Das wird uns jetzt auf jeden Fall nochmal ziemlich viel Zeit kosten. Aber egal, wir kriegen das schon alles hin. Och, und da. Also wir sind jetzt gerade dabei, endlich die Konstruktion für die Schabracken anzubauen. Wir haben jetzt hier schon an der Wand zwei Leisten angebracht und sind jetzt gerade dabei, ja, schon mal die Platten hier festzumachen. Mal gucken, was das wird. So, wir haben es jetzt endlich geschafft, diese grobe Konstruktion hier aufzubauen. Wir wollen jetzt zwischen die Füße noch solche Kleiderstangen hängen, dass wir dann da unten jeweils die ganzen Schabracken aufhängen können und oben drauf die Bandagen stellen. Wie man im Hintergrund sieht, schon mal die Halterung für diese Stangen angebracht. Und meine Augenbraue ist auch schön, die habe ich auch ein bisschen mitgestrichen. Und jetzt werden wir noch diese Stangen einmal zurechtschneiden. Vier Stück haben wir. Genau, deshalb werden wir jetzt einmal zurechtschneiden, dann können wir sie schon reinhängen und dann können wir auch schon die Schabracken Auch ranhängen. mit aufs Video, ich halte einfach fest. So, wir haben es endlich geschafft. Der Raum hier ist so gut wie fertig. Wir haben die Wand fertig, wir haben alle drei anderen Wände hellgrau gestrichen und unsere Konstruktion für die Schabracken und Bandagen steht endlich. Das war auch ein kleiner Akt, aber wir haben es hinbekommen. Hier haben wir schon mal die erste Schabracke hingehängt, um zu gucken, ob das alles vom Platz her passt. Und wie man sieht, es passt. Jetzt werde ich alle Schabracken holen und hier einsortieren und dann sind wir für heute auch erstmal fertig. Ich muss gleich nochmal die Heizung ein bisschen zu Ende streichen und dann haben wir es für heute. Ja, ich habe hier jetzt einen kleinen Berg Schabracken, könnte man sagen. Und die werde ich da jetzt mal alle aufhängen. Und dann werde ich gleich noch die die Bandagen holen und oben mit hinstellen. Ich habe jetzt mal die ganzen Schabracken genommen und so ein bisschen nach Farben sortiert und von dunkel nach hell. Und jetzt werde ich die alle hier einmal schön aufhängen. Wir gehen jetzt noch einmal in den alten Raum, denn ich werde mir jetzt die ganzen Bandagen schnappen und auch noch darüber stellen. Und dann haben wir das Grobe schon mal geschafft. Ich habe jetzt alles fertig eingeräumt. Man sieht es schon im Hintergrund. Ich bin jetzt auch für heute fertig. Meine Augenbraue ist immer noch sehr schön. Ich werde euch das gleich nochmal zeigen. Es ist einfach wunderschön geworden. Der Raum ist noch komplett leer. Hier wird noch einiges passieren, aber wir wollen erstmal die Räume grob fertig haben und ja, der erste Raum ist schon mal grob Man fertig. kommt hier in den Raum und sieht das. Wie wunderschön ist das bitte? Ich liebe es einfach. Hier, die Wände sind auch alles schön gestrichen. Die Wände sind fertig. Das Sofa steht da. Also, wie gesagt, das ist noch alles sehr leer und hier wird noch einiges passieren, aber oh mein Gott, ich liebe es jetzt schon. Es ist wunderschön, ich kann mich einfach nicht satt sehen an dieser wunderschönen Wand. An dieser Stelle würde ich den Teil hier aber erstmal wieder beenden, denn das Wochenende ist leider schon wieder vorbei und gerade wenn ich den anderen Raum hier sehe, wir haben noch einiges zu tun. Genau, deshalb würde ich euch dann nächstes Wochenende, da können wir nämlich allerfrühestens weitermachen, wieder mitnehmen. Deshalb
Was ist erstmal mit diesem Video und wir sehen uns das nächste Mal.